Ja, das war 2011 über den Unbreakable Natural Kurs, damals noch mit Dennis Wilms und dem Felix. Und eine Wochenaufgabe, ja, oder eine Woche war damals eben von Orlando Owen, und das hat mich angesprochen, und ja, so bin ich dann auch dazu gekommen und habe mich dann auch angemeldet zum Workshop. Ja, das war so, ich bin erst zurückgekommen aus dem Ausland, und es hat einerseits vom Termin für mich gepasst und auch vom Gefühl einfach, habe ich gesagt, okay, das ist das Thema, das mich jetzt am meisten anspricht, und da möchte ich dran arbeiten, da möchte ich weiterkommen. Und das hat für mich sehr gut gepasst, und ja, deswegen habe ich mich für den Selbstbewusstsein entschieden. Ja, ich hatte zuerst so eine Art innerer Kampf, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es mir was bringt durch die Podcasts. Ich habe schon seit ein, zwei Jahren die Podcasts gehört von Orlando, und die haben mir schon sehr viel gegeben, mich weitergebracht, und ich wusste einfach, dass der Workshop eine Stufe höher ist und dass es mir was bringt. Und dass ich diese Investition einfach auch tätigen muss. Das ist, ich investiere in mich und nicht in irgendwelche materiellen Dinge, sondern ich habe langfristig was davon. Und deswegen habe ich mich letztendlich dann auch entschieden, den Workshop zu buchen. Ja, also es sind ganz viele Dinge bei mir hochgekommen, und ich habe das erste Mal wirklich gespürt und gemerkt, ja, dass ich an mir arbeiten kann, dass es Dinge gibt, die ich noch nicht so im Griff habe, wie ich das möchte. Aber ich habe eben auch gesehen, okay, da gibt es Themen, aber ich kann auch daran arbeiten. Ich kann mich langfristig verbessern. Und das gibt mir einfach auch ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich kann selber für mich jetzt auch durch den Workshop an mir arbeiten. Ich habe langfristig die Werkzeuge dafür, und ich komme weiter. Und das ist einfach, ja, das war auch so der Hauptgrund und auch so das Hauptgefühl, das ich jetzt mitgenommen habe von dem Workshop und von dem Wochenende. Und es hat sich definitiv gelohnt. Orlando ist kein 0815 Mensch. Er hat sicherlich seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber er hat einen speziellen Charakter, und wenn man sich auf ihn einlässt, dann spürt man das auch, und man merkt auch, dass er was weitergeben will und dass er voll in seiner Sache drin ist. Im Vergleich zu anderen Pick-up-Trainern, was auch immer, die nur auf dein Geld aus sind, du merkst bei Orlando, dass er eine persönliche Beziehung zu dir aufbauen möchte und das auch kann und dir dadurch viel von seinem Wissen mitgeben kann. Also ich persönlich kann den Workshop sehr empfehlen. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, er ist nicht geeignet für Leute, die irgendwie nach einer schnellen Lösung suchen und die ja, nicht möchten oder sich nicht damit auseinandersetzen können mit sich selber und nicht langfristig an sich arbeiten können. Aber grundsätzlich ist der Workshop für alle geeignet, wenn du für dich selber eben entschließt, dass du ja, dein Leben verbessern willst, deine Themen für dich lösen möchtest. Das kann jeder tun.